Als nächstes sehen wir auf der Bühne Team Pipe Food. Genau. Das sind Viktor und Andreas mit den Mentoren Björn und Ben, weil die jetzt noch ein bisschen Zeit haben zum Zeit brauchen zum Aufbauen. Genau, ihr seht schon, es ist ein größeres Unterfangen, das hier vorbereitet wird. Es kommen noch größere Maschinen zum Einsatz. Aber das gibt uns die Gelegenheit. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, Umwelt ist natürlich ein großes Thema jetzt hier bei Jugend Hackt. Aber das muss man natürlich auch richtig zu Ende denken. Und alles, was ich bisher gehört und gelernt habe, ist, dass das bei Jugend Hackt auch nicht nur thematisch, sondern auch mit allem, was im Event passiert, der Fall ist. Genau, denn wir haben uns auch den Kopf zerbrochen, wie wir denn mit unserer Orga die Umwelt verbessern können. Und da haben wir tatsächlich ein paar ganz gute Ergebnisse erzielt. Denn wir konnten über 650 Blatt Druckmaterial einsparen. Applaus. Das war nämlich gar nicht so einfach. Wir haben viel auf wiederverwendbare Materialien gesetzt. Das heißt, die Deko, die ihr jetzt hier so rumhängen seht, das können wir alles im nächsten Jahr wiederverwenden. Das ist relativ gut wassergeschützte Folie. Genau. Bei der Verpflegung haben wir darauf geachtet, dass wir nur Mehrwegflaschen benutzen aus Glas. Das heißt, die werden wieder abgeholt und können wiederverwendet werden. Genau. Wir haben vegetarisches und veganes Essen an diesem Wochenende gehabt. Das sind insgesamt 520 Essen gewesen. Also da konnten wir auf jeden Fall auch einiges einsparen an fleischlichen Ressourcen. Genau, und wir haben wahnsinnig viel Leitungswasser getrunken, weil wir so wundervolle Behälter hatten, die wir mit Gurken, Limetten, alles, was uns so schmeckt, befüllen konnten und haben uns so auch ein bisschen die Limo erspart. Sehr, sehr gut. Braucht ihr noch ein bisschen? Ich kann auch weiterreden. Vielleicht okay. Noch ein bisschen? Ja, dann kann ich noch an dieser Stelle auch Danke sagen für die Claudia. Die hat nämlich am Freitagabend eine Keynote zum Jahresschwerpunkt gehalten, die sehr spannend war. Vielen Dank. Also, unser Projekt heißt Pipe Food. Der Name macht auch Sinn, weil wir haben uns vorgestellt, dass wir ein System von Röhren unter der Stadt bauen könnten und dass dann Läden, so wie Amazon zum Beispiel, Sachen in Transporter tun können, aber halt statt in Autos in so Röhrentransporter, die man dann wie in bei der Röhrenpost zu Wohngebieten schickt, das halt dann nur mit Essensbefüllung, dass man dann nicht immer mit dem Auto zum Einkaufsladen fahren muss und dadurch Abgase produziert. Und man fährt auch öfter wegen jeder Kleinigkeit dahin, weil man zum Beispiel die Eier dann für den Kuchen vergessen hat. Und das kommt dann nicht mehr vor, da kann man es einfach bestellen. Und das kommt dann in 3 Minuten an, weil es sehr schnell geht. Aber wir konnten jetzt nicht alles hier, also wir konnten jetzt kein großes Modell bauen, deshalb haben wir das. Und das wird auch nicht in jede Wohnung, würde das nicht ankommen, sondern in so Abholzentrum wie diese DHL-Abholpaketdinger, wo man dann einfach das abholen kann und dann zu Fuß dahin gehen kann. Und ja. Da wir natürlich nicht hier in Köln den ganzen Boden aufbuddeln können und überall Rohre verlegen können, haben wir hier so ein kleines Minimodell gebaut, wo man einen Tischtennisball hier in ein Wohngebiet A oder B transportieren kann. Aber da wir nur einen Staubsauger haben, haben wir es so gemacht, dass die dann am Ende wieder in einem Kasten landen, der Tischtennisball und so. Ja, wir konnten jetzt keinen Druck erschaffen, also wir konnten den Staubsauger da nicht reintun, und weil der auch keine Rückpustfunktion haben, deshalb haben wir es jetzt mit Ansaugen, also Unterdruck, gemacht. Sonst würde das eigentlich hier aufhören und hier ist dann Sammelstation B und Sammelstation A. Aber ja, und hier tut man dann den Ball rein, wenn der Staubsauger an ist. Hier ist unser Computer, der die Weiche hier steuert. Also hier kann man ja A oder B auswählen. Dann sagt eigentlich das Zentrum, ja, der soll in die Sammelstation, und dann fährt er dahin. Und hier sieht man auch 2 Lampen. Die rechte leuchtet, wenn das in die rechte Röhre, also B, kommt. Und die erste leuchtet, die linke, wenn es in Wohngebiet A fährt. Und hier, das haben wir, der Computer ist bei uns jetzt ein Arduino, und
der Motor für die Weiche ist ein Servomotor. Und ja, wir wollten es jetzt nochmal vorführen, einmal in schnell und einmal in langsam, weil das ist wirklich sehr schnell. Also jetzt kann man hier entweder Wohngebiet B oder A auswählen. Können wir ja mal mit A als erstes machen. Dann sieht man hier auch Lampe, dass die da halt hinleuchtet. Und jetzt geht's sehr schnell. Aber wie man sehen konnte, ist der, wenn die linke Lampe leuchtet, aus Haus A, also in Wohngebiet A angekommen. Also der kommt aus der Röhre. Kannst du das nochmal antun? Und hier ist auch, und wenn man nochmal auf den Knopf tippt, dann schaltet die Weiche und das geht in Wohngebiet B und die andere Lampe leuchtet auch. Und wir wollten es auch nochmal in langsam machen, weil sonst sieht man nicht so ganz, wie der Ball da rauskommt. Jetzt ist B eingestellt. Und ja, das war es eigentlich schon. Vielen Dank, sehr cool. Sehr, sehr gut. Ihr könnt es gerne mal bei mir zu Hause testen. Ich habe da einen ähnlichen Aufbau, so einen Staubsauger auch. Ist ein Simulator, aber man muss auf dem Boden ganz viel hin und her. Ist so ein Projekt, so ein Forschungsprojekt. Ich suche da immer noch Teilnehmer. Ah, gut, ein Versuch war's wert.